Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K17. Ja, in der letzten Folge lief es leider nicht so gut. Man sieht das Ganze ja, drei Niederlagen gegen die Cavs, gegen die Timberwolves und gegen die Clippers. Jetzt wollen wir erstmal, ja, vielleicht nicht sofort reinstarten in das nächste Match, sondern einfach mal ein bisschen abhängen, abchillen. Griffins 22 Punkte. Führen Clippers zum Sieg über die Lakers. Hier habe ich auch irgendwie gefühlt eine Million Nachrichten, kann das sein? Ja. Am interessantesten sind natürlich die Gerüchte. Eine zuverlässige Quelle sagt, dass die Spurs versuchen, Kelly Olynyk gegen Covington zu traden. Ja, genau, so sieht der aus. Hier nochmal das Gleiche. Ich weiß nicht, ob sie es durchziehen, aber offenbar wollen die Nets Patrick Mills gegen Robert Covington eintauschen. Also da haben echt... Alter, was geht hier ab? Wie viel Interesse haben die bitte an Covington, ne? Über Atlanta kreisen schon die Geier. Ach, das ist ja mega alt. Das ist ja mega alt. Was ist eigentlich bei den Hawks? Spielt ja der Number One Pick. Wer ist denn nochmal? Okocha? Würde mich einfach jetzt mal nur interessieren. Nicht, dass ich irgendwas mache in der Richtung. Darum geht es jetzt gerade gar nicht. Sondern einfach nur... Ach, krass. Okocha ist verletzt. Okay. Der hat halt trotz allem 85. Das ist halt so krank. Das ist wirklich so krank. Gut. Vertragsverlängerung geht bei uns hier teilweise nach wie vor immer noch nichts. Hier irgendwas Neues. Stauskas. Der war, glaube ich, aber vor kurzem hier noch nicht mit drin. Kann das sein? Okay, Spielerverträge, das passt alles. Personal. 100, 83, 88. Der könnte auch mal ein bisschen besser gelaunt sein, oder? Mal aufmunternde Worte. Ich weiß, wir hatten ein Problem, aber ich denke, es wird Zeit, sie aus der Welt zu schaffen. Kein Problem, was gibt's? Teamgeistrede. Ja, super. Als wenn ich jetzt dafür Visier ausgeben würde. Manchmal glaube ich echt, ich spinne komplett. Oh. Aber wenn ich hier so rüber schaue, dann ist es bei uns ja Friede, Freude, Eierkuchen, okay? So, wie sieht's eigentlich da aus? Faninteresse ist immer noch so hoch. Also. Das heißt. Wir können hier eigentlich locker nochmal nach oben gehen. Jetzt gehe ich diesmal wirklich 10 Dollar nach oben. Weil ich habe ja nur noch zwei Preisänderungen. Trikotverkäufe. Sind wir da irgendwo mit dabei? Oh. Wiggins. Auf Position 25. Okay. Gut. Also. Rein gegen die Clippers. Rotation anpassen. Ja, Grant. War verletzt, er bleibt jetzt trotzdem mal draußen. Es bekommt jetzt mal Beasley seine Chance. Globale Spieltaktik verwenden. Ach Gott, wenn ich das schon wieder sehe. Wenn ich das schon wieder sehe. So, wir gehen rein, weil dieses Mal, ich will nicht zweimal gegen die Clippers verlieren. Echt nicht. 5 Punkte liegen wir hinten, 5 Minuten noch zu spielen. Man muss einfach jetzt sagen, mit dem Team, für das Geld, müssen wir jetzt einfach mal was reißen. Wir sind jetzt in der dritten Season. Es muss jetzt einfach mal einen Schritt nach vorne kommen. Das heißt nicht, dass wir den Ring holen müssen. Aber meine Erwartung ist auf jeden Fall, dass wir die zweite Runde überstehen und in die Conference Finals kommen. Das muss einfach drin sein jetzt. Booker outside. Pass to Neto. Back to Booker. Viel zu eng. Viel zu eng. Und Foul von Quinn.
his third foul of the game. And the Lakers making a change here. Covington's checked in. The Clippers also making some changes. Ross is checked in for Aaron Baines. Der fällt. For DeAndre Jordan. And Paul subbed in for Maurice Spates. He wasn't able to get his name in the score sheet in the first half. Paul. But he looks like he's starting to find his comfort zone here. So for the Clippers right now, veteran backcourt with CP3 and Redick at the one and the two. Schön aufpassen auf Griffin. Der geht dieses Mal nicht. Small forward position. Now here's Randall, following the miss by Griffin. And here's Booker from the arc. The Clippers grab the miss. O'Quinn's got his sixth rebound on the night. Boy, I tell you what, the complexion of this game no. is completely different. If he Klar. Shot the ball anything like he's capable. Der Dreier von nee. Look at what a sniper. Ja, ja, ich geb dir gleich Sniper. He's got such an unusual skill for a big fight. And the foul on Andrew Wiggins. Loose ball. Ja. That is his first foul of the game. Clippers leading by six. Sechs Punkte hinten. Here's the dish to Griffin. Yeah, he'll make the walk of shame. Ausgefault. He gets to watch the rest from the side. Grant, he's checked in for Los Angeles. And look at how the offensive approach has been going here so far for Los Angeles. Fellas, it's impossible to ignore what a good job they've done at the free throw line throughout the game. Yeah, but they also never seem to get könnte schwierig werden. Warum? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er den Spieler ausgewählt hat. Boah, Glück gehabt. Wir werden doch jetzt mal so einen scheiß Dreier treffen von da draußen. Ja, Hookshot. Nein, ich habe noch nicht aufgegeben. Es ist immer noch alles drin. Now here's Griffin. Paul, no one around him. Paul, geht nicht. Herrera. Raus zu Wiggins. Embiid. Wahnsinn. And the D does just enough to throw off his rhythm on that shot. Ross in the corner. Fires the three. Good. Na, der Dreier. Na gut, das ist jetzt fast der Todesstoß. But that shot was there for him and he had to take it. Booker with no one around hits the three-point bomb. Booker antwortet mit dem Dreier. Ich habe den nicht gut getroffen, deswegen habe ich mich jetzt nicht so gefreut. Den habe ich nämlich wirklich nicht gut getroffen. Outside Griffin. Now the feed to Ross. Ey, ganz ehrlich, fällt bei denen jeder Dreier, oder was? Man kann es doch echt übertreiben. Ja. Und ich verkacke jeden Drive. Ja, der war jetzt auch wieder total schlecht getroffen. Wenn sie jetzt die Punkte machen, dann können wir es zu Ende simulieren, weil dann ist der Käse gegessen. Ja. Komm. Kein Bock, meine Zeit damit zu verschwenden, ne? I don't know. Es läuft einfach gerade eben nicht. Also sowohl in der Simulation als auch bei mir, wenn ich reingehe. Wir lassen uns gerade richtig schön aus den Playoff-Ränken rauswaschen. Ganz geschmeidig. Bericht ansehen. Ja, das kannst du jetzt mal. Ja, aber wenn ich regelt das immer mache, dann. Dann habe ich da gar keinen Einfluss mehr drauf. Also machen wir jetzt erstmal die. Die schon über 70 sind voll und dann gucken wir nach Sleepern. Das regt mich einfach so echt tierisch auf. Mit meinem Personal, ja, ich bin natürlich sehr zufrieden. Und was denn auch sonst? Mit meinem Team bin ich momentan nicht zufrieden. Das ist der nächste Punkt. Hat er das schon so gelassen, wie ich das eingestellt habe, oder? Ja.
Das ist mir nämlich auch gekommen, der Gedanke, dass der hier schon wieder einstellt, worauf er Bock hat. Aber nein, tut er nicht. Es ist alles in Ordnung. Gegen die Atlanta Hawks. Wir laufen nur noch hinterher. Wir schaffen es nicht, in einem Spiel zu führen, die Führung zu behalten. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das Training zu hart, dass ich da mal wieder runtergehe auf Mittel. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt. Es ärgert mich halt einfach. Aber okay. Und dann du kommst rein und sie sind im Bonus. Immer sind sie im Bonus. Das ist der nächste Punkt, den ich einfach nicht verstehen werde. Komm gar nicht vorbei. Danke, Embiid, danke. Weil ich hatte jetzt keinen Ausweg gefunden. Levine spielt bei den Hawks. Auch nicht schlecht. Ja, komplett High Contest, jetzt fällt der Ball rein. Russell kicks to Booker. Outside Russell. Back to Booker. Randall dishes to Embiid. Poke loose and it's out of bounds. Last touch by Gordon. Atlanta making some changes. Pirtanis comes in for Shedorans and Bogdanovich is subbed in for Levine. Off the inbound, it's deflected. Now the Hawks moving it the other way. Kein Kommentar. And the lead now, double digits on that bucket. And now it's a 10-point Atlanta lead. That's a quick bucket there. Solid in transition. That's how you draw it up. Each guy doing his part. Beautiful pass break. Randall with the bucket. And this has been purely a display of offense that we're seeing here today. The scoring mindset has been unbelievably aggressive on both sides. Defensively, though, neither team has made the effort. Now here's Horford. And Embiid. Danke, dass der mal nicht reinfällt. Embiid's got 9 rebounds in the game. Getting it done. Komm ich nicht vorbei. Unserer 8 Sekunden. 132 left to play in the final quarter. Here's Randall. Fällt nichts. You could tell he kind of rushed the release there, which is probably the biggest reason why he clanked that one off the rim. Hayward gets to Horford. Dranbleiben. The feed now to Hayward. Zone zu machen. 5 Sekunden. You really cannot afford Horford any open space from the mid-range. Booker dishes to Randall. There's the three. The Lakers rebound. Deep two from Russell. Weiter. Ich werf so lange, bis das Ding reingeht. This is what he does. Find space on the perimeter and then sink the three. Gordon against Booker. Ich muss es ja riskieren. Ich muss es ja riskieren. He hits the first one and that makes it a 7-point lead. So he goes 2 for 2 at the line. And it's an 8-point game. Hustle from long range. Ja, und damit ist es vorbei. Sie schaffen es nicht, ich schaff's nicht, keiner schafft's momentan.
Wir sind komplett unten durch. Wir sind komplett draußen. Wir verlieren und verlieren und wir verlieren und wir verlieren. Nicht nur den Ball ständig. Wir machen unsere Dreier nicht rein. Wir verlieren ein Match nach dem anderen. Mit einem 85er Gesamtteam in der Starting Five. Wahnsinn. Ausgeglichen. Nein, ausgeglichen. Ey, ich bin jetzt echt richtig angefressen. Das langweilt mich jetzt echt. Weil mit den Ambitionen, die wir haben, was wir gerade für einen Scheiß zusammenspielen, das regt mich einfach gerade richtig, richtig tierisch auf. Covington ist kalt, tschüss. Wenn du kalt bist, dann geh raus. Beasley raus. Grant rein. Cole kriegt mal Spielminuten, die Netto normalerweise bekommt. Müssen halt mal die Leute draußen bleiben, wenn sie nichts treffen. Ich baller das jetzt einfach durch, entweder wir gewinnen oder halt nicht. Wow! Wartet! Gratulation, Jungs! Gratulation! Ihr habt es mal wieder geschafft zu gewinnen. Es ist unfassbar. Gegen die Pelicans. Jetzt gegen die Cavs. Ach, und sieh mal einer an. Man kann wieder gewinnen. Lassen Sie die Teamchemie nicht unter 82% sinken. Warum sinkt die? Warum sinkt die Teamchemie? Wahnsinn. Also, Entschuldigung, wir haben wieder gewonnen. Wir wollen uns ja schon darüber freuen. So sind wir ja nicht. Aber was ist jetzt gerade eben das Problem? Jetzt muss ich wieder auf Chemie gehen. Jetzt drehe ich komplett am Rad. Okay. Ach so. Dass ich dann vielleicht noch auf Taktik gehe. Da ein bisschen weniger. Und hier. So, jetzt können wir auch unsere Leute wieder reinholen. Sie haben jetzt zwei Spiele draußen schmoren müssen. Alter, jetzt sind plötzlich alle on fire. Was geht bei denen jetzt ab? Aber das hat mich jetzt gerade eben einfach sauer gemacht. Da muss man dann halt leider auch mal raus. So leid mir das tut. Cole, Netto kann auch wieder rein. So, Grant kann drin bleiben. Zwei Siege in Folge. Vielleicht hat es ja was gebracht. Okay, 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 ja. Und danke. Danke, Jungs. Endlich spielt ihr mal wieder gescheit. Russell 28, Booker 28, Embiid Double-Double, Wiggins 12 Punkte, J.R. Smith 10 Punkte, Wiggins leicht angeschlagen. Nein, Wiggins kriegt eine Pause, wenn er verletzt ist. Minuten umverteilen. Aber natürlich kommt dann Covington rein. Der kriegt die 30 Minuten. So. Das ist mir zu gefährlich. Soll er sich ausruhen? Und jetzt gegen die Rockets. Jetzt kommt, Jungs. Noch ein Sieg. Ich bin im Rausch. Ich bin im Rausch. Keine Änderung vornehmen. Wegpusten. Tun uns die Rockets. Wie man hier sieht. Ja. Wir gehen rein. 7,38. Scheißegal.
Ich will jetzt eine Siegesserie. Es kann halt wirklich an so Kleinigkeiten liegen. Das Training ist zu hart. Man muss auch einfach mal rotieren. Das habe ich auch nicht getan. Kann ich mir selber angreifen. Einfach mal Leute rausnehmen, andere Leute reintun. Man kann das ja ein, zwei Spiele machen. Die flippen nicht sofort aus, sofern es nicht die Starting Five ist und sagen, Alter, was tust du mich raus, bla bla bla. Das kann man schon zwischendurch auch mal riskieren. Rondo, mein bester Freund. Geht nicht. Grant's got three rebounds so far in the game. Oh, even though he has been lost in the shuffle, his team remains. Ja. Put back dunk, der nicht reingeht. And it's Looney in at the four spot. That's the five for Houston right now. And so it's Houston with it after Devin Booker. Wir sind ja noch gar nicht im Bund, das ist ja sensationell. Harden aus dem Weg, Mann. Clint Capella, he's checked in for the Rockets. Herrera's checked in for the Lakers. And it's the Rockets with the ball. They lead by six, their biggest margin. Danke. Stolen by Russell. And here they go. Herrera bams ihn rein. Hey guys, that's a big swing right there. I mean, taking the steal and then turning it into. Und macht den Freiwurf auch noch. No telling how important that sequence could turn out to be. Yeah, and he reads it all the way, has that slide court awareness. Und die Defense steht. Excellent deed. Booker. That miss there. That took real courage to risk being on a poster, being he's one of the best dunkers in the game. Herrera holt ihn raus. Deloading. Bam, splash bomb. With the basket on the assist by Booker. Russell's got the game tied up here for Los Angeles. And for Houston, they're shooting the ball at 42%. Pass to Looney. Anderson outside. And Harden now, top of the key. Defense von Herrera. Wie er reinjumpt. Defense. Scheiße. Oh man, Capella absolutely destroys the opposition on the offensive glass. Using that gigantic body of his to snag that second chance opportunity. Okay. Da brauche ich mich, den habe ich, keine Ahnung, den habe ich aber so richtig grottig getroffen. Aber richtig, richtig grottig. Fällt nicht, Embiid holt ihn. Herrera. Oh my goodness. Deep, deeper Covington. Man, they came out smoking here from beyond. Well, no one is stepping up and making them beat them off the dribble. Until that happens, they'll continue to burn you from there. And there's the call. Jetzt laber nicht. Embiid, warum gehst du da überhaupt hin? Afraid of the physical play, but he still needs to stay under control. Unnötig. Big man Capella has proven to be a reliable role player, a strong physical presence who takes smart shots. Schön, Booker, schön. Oh, he's been basically perfect so far in this quarter, especially on offense. And D'Angelo Russell picks up the foul. Drittes Teamfoul. His fourth foul of the contest. He now has four fouls. Oof, only two left to spare. And so it's Houston with it. Capella, the pass to Looney, can't get the ball. Covington. Here's Covington. To the inside. Here's Embiid. And Capella. Okay, der Block. Tut weh. Booker in the corner. Aber dann pennt Capella. Dann pennt Capella und wir machen ihn rein. Anderson. Defense. Das darf nicht. Nein, das war jetzt ein Fehler wieder von uns. One of the things he brings to the table. And Booker kicks to Covington. Russell dishes to Embiid. Come Embiid, hau dich rein. Ja, schön. Fällt. Jawohl.
Rockets trail. 93-91. Rondo with it. Das Play wird zu 1000% über Harden laufen. Das war einfach klar. Der geht nicht. Booker. Covington. Schön. And for Houston, they're shooting for the game at 42%. 4 Punkte. Rondo. Tipped away. Da muss er uns gehören. Here's Embiid. Jawohl. And that's how you make a steal count. Turn it into a quick slam. Und gleich wieder zurück. 6 Punkte Führung. It was really a case of a great defensive play triggering some instant offense. Rondo. Oh, that's because it was terrific anticipation. Also the quick hands, a lethal combination. Just four to shoot. Here's Rondo. Der geht nicht. Airball. Rondo kann auch einfach keine Dreier. Los Angeles making a switch here. Beasley's checked in. Here's Los Angeles now. Oh, ho, ho. Was? Hä? Ach, jetzt komm schon, ey. Schöne Defense. Oh man, his form seems rushed today, like he's trying to get rid of the ball. Booker. That's why barely anything is going in. Covington. Booker against Harden. Booker the pass to Embiid. From inside. Easy going. Easy going. Was meinst du, wer du bist, Capella? Let's see if they try to really bust it open here. To the paint. There's Looney. It's good. Macht ihn rein. Looney's got 4 points this quarter. Das ist noch nicht vorbei. With a teammate is wide open, he gets it to him so fast. To the paint. It's tipped. Der war nicht gut. Drauf. Der bleibt bei den Rockets. Defense. Harden macht ihn rein. Embiid, ich brauche deine Punkte. Das glaube ich jetzt wieder nicht. Der macht ihn rein. Nicht zu glauben. Danke, Covington. Zieht es vor gegen Capella. Und er fällt. Und auch der fällt. Harden. Down low. Bam! Rejection by Embiid. Neto, the pass to Embiid. It's deflected. It's stolen by Rondo. And it's Houston on the break. Here's Anderson. Nein, die Defense reicht nicht. Beautiful shot to bring him to within three. And you talk about clutch plays. I mean, defensively and... Covington macht ihn rein. Die ganz schnellen und wichtigen Punkte. Die Defense reicht. Ja. Embiid, ich liebe dich. Danke. Put back. Just no let up, guys. They just keep coming at you.
they're going straight for the kill. That's what you're supposed to do. Das muss es eigentlich schon gewesen sein. They want to leave no doubt in anyone's mind as to who the better team is tonight. Rondo dishes to Anderson. Geht nicht. Outside for Rondo. Harden lets up. From deep. Jetzt macht Rondo einen Dreier. Einmal Pokal, fast eine 90 beim Freiwurf. Mache ich mir gar keine Gedanken. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Ja, das muss es eigentlich, reichen. Das muss eigentlich reichen. Aber wer ist schon eigentlich? Ein Ball zu irgendjemandem, der nimmt einen Dreier, macht ihn rein. Ja. Das war's. Nochmal ein paar Sekunden runterlaufen lassen. Zack. Und dann auch der droppt. Game over. Finish. Das wäre es jetzt gewesen, wenn er da nochmal auspfeift. Mann. Da ist endlich die Siegesserie. Hey everybody, Ernie Johnson. Along with Kenny Smith and es geht doch. Welcome back for the presentation of our Jordan Player of the Game, Joel Embiid. When they needed a leader to get them back in the game in the final quarter, also Embiid, Player of the Game. And he knew exactly the route back and the road to victory. In slow-mo. His shooting percentage was bam. The charts. He used every trick in his arsenal to generate. Schöner Block gegen Hardner. And that'll wrap things up. Am Anfang der Folge habe ich echt gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wir verlieren und wir verlieren und nichts läuft und nichts klappt. Dann diese kleine Änderung. Im Training auf die Teamchemie gegangen, Covington mal rausgenommen, Neto mal rausgenommen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Und endlich sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Vierer Siegesserie. Das nächste Mal geht's gegen die Jazz. Da haben wir auch noch eine offene Rechnung vom Anfang der Season. Ja, also, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne eine positive Bewertung da. Schau das nächste Mal wieder rein zu NBA 2K17. Bis dann, dein Max. Ciao.